wenn man als Frau hohe Schuhe trägt, muss man zugeben, kann man damit nicht so schnell rennen, kann man nicht so schnell weglaufen. Man muss eigentlich rumeiern. Und deswegen das eben so bildlich umzusetzen, dass man dann eben dieses Stützkorsett ums Bein hat und im Rollstuhl sitzt. Und also ich fand auch sehr lustig das Bild, da hat er so ein Bein von einer Schaufensterpuppe organisiert, die eben dann einen Schuh anbekommen hat. Und ich habe dann mein anderes Bein, also das dann ersetzt wurde von dem Schaufensterpuppenbein, habe ich in so ein Auto, also ich lehne an ein Auto und dann wurde das andere Bein auf den Reifen so hinten reingeschoben, sodass man es nicht gesehen hat. Und viele haben wirklich gesagt, wo ist dein Bein geblieben? Wie haben sie das retuschiert? Und es war einfach nur so ins Auto reingestopft. Das war, ich finde faszinierend, weil es sah wirklich aus, dieses Kunststoffbein sah aus wie mein Bein. Ja, ich finde, er hat das eben toll umgesetzt, das Thema, aber da gab es wahnsinnig, also man würde in modernen Zeiten jetzt sagen Shitstorm, weil es eben politically not correct war. Sozusagen macht er sich jetzt lustig über Behinderte oder für Menschen, die wirklich behindert sind, ist das eine Beleidigung. Es ist, finde ich, wenn man es mit Humor betrachtet, sind das, finde ich, sehr tolle Bilder. There's a kindness in your look. Keep the head straight on to me with the chin down. What Phyllis and I call a stopper in the magazine. I think, of course, a Helmut Newton woman was very strong. She was provocative. She was in charge. And his pictures, you know, they're erotic. Very vampy. Just stick your wash them out. Spread your Vanessa, spread your fingers more. Barbie-Puppe nach dem Spielen einfach so da liegen gelassen. So you start to create something that you hadn't even imagined. Attracted to women and then resent women because they are attracted to them, so they make them vulnerable. Anki was intentional. What if he was just a naughty boy? Now, I tell you something, I'm in the middle of the meeting, you've got to be quick. But there is love. There's a lot of love in the pictures that he took of me in the hospital. Helmut Newton died today in a car crash. Mich interessiert das Gesicht, der Busen, die Beine, über Seele. Verstehe ich nicht.